Ah. Ah, super schön. Jetzt habe ich eine neue Waffe. Ach, Menno. Cool. Also wenn du einen Schädel auf den Stock drauf spielst, dann hast du eine neue Waffe, eine Schädelwaffe. Okay. Ich habe hier noch einen Stein im Inventar. Ich habe vergessen, wo ich geparkt habe. Ich habe Zähne. Ich auch. Weiß aber nicht, was ich damit machen kann. Zum Zahnarzt. Was kann man mit Zähnen machen? Summer. Ich komme mir gerade ein bisschen verkackeiert vor. Oh, ich habe Molotov-Cocktail gemacht. Ruben. Ich sag dir, diese Blöden. Okay. Da haben wir das Ding bestimmt geklaut. Haben das in ihr Dorf geschleppt und freuen sich da jetzt wahnsinnig. Aloe Vera plus Zähne geht nicht. Plus Verband geht nicht. Plus Stock geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht auch nicht. Wir haben auch Federn, sehe ich gerade. Ich glaube mit Federn, einem Stock, Zehn vielleicht? Nee. Für einen Pfeil brauchst du 5 Federn. Ein Stock. Ah, hab nur 2, okay. Dann kriegst du aber, glaube ich, auch 4 oder 5 Pfeile raus davon. So, ich habe mal gerade einen Snack gegessen. Was mache ich denn mit den ganzen Viechern, ey? Die hören ja gar nicht mehr an, auf mich zu attackieren. Schreien und wegrennen. Ich muss sagen, in meiner Gegend ist es relativ beruhigt. Ich habe hier zwar ein Barbarendorf, aber da sind irgendwie keine Barbaren mehr drin. So, ich huste mir jetzt das Ding aus. Ich schluck einmal Medikamente. Los, kommt her! Ich hab Molotov-Cocktails, ihr Spasten! Wo sind sie? Super. Ich habe jetzt gerade 3 Molotov-Cocktails einfach mal sinnlos verballert. Geil. War der nicht getroffen oder was? Ich glaube, das darf ich auf YouTube nicht zeigen. Was ist das denn, Alter? Wenn du eine Frau tötest, verliert sie alle ihre Klamotten. Und liegt dann nackt, liegt dann einfach nackt da. Scheint sehr willig zu sein.
Er musste halt immer, wenn du eine Frau tötest, das Video ab 18 machen. Ja, in dem Moment einfach nur. Okay, wieder eingekillt. Also ich kill jetzt einfach alles, mir egal. Nee, machst du richtig. Boah, stirb. Mal drauf auf die Schweine. Das Problem ist, dass es zwei sind und gegen zwei ist scheiße. Jetzt gegen zwei. Nein, ich bin tot! Nein! Ich bin nicht tot. Nee, ich wurde in der Höhle verschleppt. Ja, genau, da kannst du aber wieder rauskommen. Muss ich mal umschauen, irgendwo hängt ein Seil, da kannst du da wieder rausklettern. Du bist zwar 50.000 Kilometer von deiner Hütte entfernt und wirst auf dem Weg dahin wahrscheinlich nochmal sterben, aber... Ich sehe das. Das ist ja erstmal egal. Ich sehe das Seil, aber ich guck mich vorher noch ein bisschen um, weil hier liegt Zeug. Oh, hier liegt eine Menge, Alter. Ja, aber wie gesagt, ich bin zweimal in der Höhle gewesen und auf dem Weg zu meiner eigentlichen Hütte bin ich dann auch wieder sofort verreckt. Und dann irgendwann warst du nicht mehr in der Höhle, oder was? Nee, dann stand halt da so und so viele Tage überlebt und dann habe ich von meinem letzten Speicherpunkt wieder spielen müssen. Also ist auf jeden Fall interessant. Wir müssen also ein bisschen aufpassen, was wir machen. Also einfach von vornherein echt da. Ja, bei einem Survival-Spiel sollte man schon aufpassen, was man macht, ja. Ist generell erstmal kein falscher Ansatz. Wie sinnlos war das denn bitte gerade? Ich bin oben gewesen und bin einfach runtergefallen wieder und hab fast mein ganzes Leben verloren. Ja, wie gesagt, ist irgendwas passiert immer. Also mir ist passiert, ich bin rausgekommen, bin 2 Meter gelaufen und dann standen irgendwelche Barbaren vor mir. Ja, das Ganze habe ich nicht überlebt und ja. Hä, ich komme hier nicht raus? Kann ich mein Medikit schlucken? Ich komme hier nicht raus. Sobald ich oben bin, falle ich runter. Okay, das hatte ich noch nicht. Ja. Ich komme hier nicht raus. Wie sinnlos ist denn das bitte? Ich bin jetzt 3-mal hochgeklettert und bin 3-mal wieder runtergefallen. Ja, dann musst du einfach mal ganz aus dem Spiel rausgehen und... Ah, jetzt bin ich, jetzt hab ich's geschafft. Ich bin jetzt in ihrem Barbarendorf gelandet, hab natürlich... nichts mehr, ich bin absolut nackt hier. So. Ja, das gefällt dir, ne, wenn ich sowas sage. Ich hab mehr Klamotten leisten. Can't carry any more booze. Was ist booze? Na, dieses Alkoholzeug da auch was. Ich guck mich hier gerade mal im Dorf um, weil hier lustiges Zeug zu liegen scheint. Oh, Seile.
Das gefällt mir. Dafür hat es sich gelohnt zu sterben. War nur ein Seil. Ja, beim ersten Mal bist du praktisch nur wie unbewusst, wie bewusstlos. Du wirst von den Bewohnern halt verschleppt irgendwie in die Höhle. Wenn sie dich dann killen, dann bist du wirklich tot, so wie ich das verstanden habe. Was für Spasten. So. Marigold collected, okay. Wenn ich allerdings das ich muss mal, also ganz ehrlich, ist aus, okay. Also irgendwie ist mir das gerade echt zu hell hier. Boah, das ist brennt dir die Augen aus. My eyes, I can't see anymore. Besser als dein Ace bewirnt. Okay. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir eventuell Lurche finden oder sowas. Wenn wir schon so weit spawnen und so. Du musst an den See schauen oder so. Nee, die sind da random, die gibt's überall. Ja, aber ich bin am Flugzeug jetzt, ne? Leute, hier ist auch so eine Höhle. So viele hier rum. Genau am Flugzeug ist auch so eine Höhle. Bei mir. Barbaren. Und ich finde Marigold. Ich weiß nicht, was das ist. Also irgendwas ist es sicher, aber ich weiß nicht, ob es irgendeinen klinischen Vorteil hat für mich, aber ich nehme es einfach mal mit. Jetzt höre ich irgendwelche komischen Geräusche. Und trautes Heim, Glück allein, ich bin zurück. Ich glaube, ich Zeit, dass ich mir schnell einen Bogen baue. So. Lass mal die ganzen Koffer, die hier liegen, die ich nicht geplündert habe, plündern. Damit ich wieder ein paar Cerealien Bars und so einen Spaß finde. Ja, da war die Versuchung, diesen Typen zu killen, einfach zu groß, muss ich gestehen. Und deswegen sind wir gestorben. So, da mache ich mir jetzt mal hier Problem ist halt, wir bräuchten irgendwie einen Übergang. Normalerweise müsste ich da ja jetzt so. Anbauen können, aber es geht nicht. Keine Ahnung. So, dann erstmal erstmal wieder ein Kraftriegel. Kraft meines Riegels.
Da wäre erstmal noch ein Kraftriegel. Sind momentan unsere einzige Nahrungsquelle noch. Leider. Wo fällt er hin? Da fällt er hin. Wie brauchen wir noch? Wir brauchen noch 6, ne? So, da wollen wir noch 2 Bäume fällen. Ich höre mich die ganze Zeit drüber bei dir. Du bist entweder zu nah an deinem Mikro oder... Ich? Ja, du. Nee, nee, Franz natürlich. Der ist noch gar nicht da. Wieso, was hast du denn? Ich höre mich doppelt die ganze Zeit. Besser? La la la? Nein, immer noch nicht. Ja, es stört mich nicht, ich wollte es bloß sagen. Ach doch, es stört mich schon, aber ich wollte es trotzdem nur sagen. Ich denke, du weißt, worauf ich ungefähr hinaus will. Ja. Aber Bäume wachsen anscheinend nach. Die werden erst zu kleine Büsche. Aus den kleinen Büschen werden dann längere Stängel. Aus den längeren Stängeln werden dann dünne Bäume. Und dann irgendwann werden dicke Bäume draus. Okay, also das kann ich jetzt bei mir noch nicht so beobachten, aber... Habe ich auch nicht so genau drauf geachtet. Na, ich tu mich immer genau an einem Waldgebiet niederlassen, weißt du, deswegen. Ja, wäre ich auch, aber auf die Bäume um mich habe ich jetzt nicht so geachtet. Ach. Hab da jetzt nicht so die Natur bewundert. Eat something or get some rest. Ja, ich kann jetzt aber nicht, get some rest machen, weil dann ist wieder Nacht, dann kommen diese Viecher wieder hier an, da habe ich keinen Bock drauf. Dann musst du nochmal schlafen. Ich probiere es mal, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Da werde ich gleich Besuch bekommen. Ja, mein Baumhaus ist, wir sind also sicher, falls wir Besuch bekommen sollten, aber Bock habe ich trotzdem keinen drauf. Z? Ich muss hier hinter, damit ich schlafen kann. Z und Z. Nein, habe ich doch gewusst. Da sind sie wieder alle. Oh, kann doch nicht sein. Versuch nochmal zu pennen. Müsste ja eigentlich wieder Tag sein, oder? Nee, die sind ja alle unter mir. Wenn die in deiner Nähe sind, kannst du dich pennen. Ach so. Und da sind wirklich eine Menge Leute unter mir. Oh. Hä, warum droppen die da alle genau unter dir? Weiß ich nicht genau. Ich merke nur gerade, dass man sich anscheinend ducken kann. Ja, mit Strong. Und mit O oder 0 kannst du dich irgendwie vornüberbeugen, habe ich vorhin gelesen. Nö, geht nicht. Ja, ist wieder ein wunderschöner Tag, in dem wir uns einfach... eine wunderschöne Nacht, in der wir uns einmal wieder nur verstecken können. Ich frage mich, wieso man hier oben nicht schlafen kann. Ich meine, das ist doch Schwachsinn. Die Kannibalen kommen doch eh nicht hier hoch. Vielleicht aus Angst. Das wäre jetzt meine einzige logische Erklärung, dass du halt gesagt wirst, aus Angst vor den ganzen Kannibalen da unter dir, dass du vielleicht doch hochkommen kannst, nicht schlafen. Wäre doch einigermaßen logisch. Ich hätte die Taschenlampe ausgepackt, vielleicht bringt das ja was. Eine Fackel musst du dir bauen, ich glaube, das bringt was, offenes Feuer.
Hab ich ja. Hab ich. Und? Auf Fackeln reagieren die nicht so oder was? Ich weiß nicht, wie ich sie anmache. Na, mit dem Feuerzeug. Ich kann irgendwie auf dem Boden meines... Mit der Fackel kann ich auf den Boden hauen und dann reagieren die irgendwie. Ja, da haben die Angst davor. Was? Nein, ich will nicht runterklettern! Nein, ich will nicht runterklettern! Nein, ich will nicht runterklettern! Wieso klettert? Nein! Ich bin gesprungen! Scheiße! Das mit meiner Plattform hat an sich schon mal ganz gut geklappt. Ist nur etwas risky. Ich bin gerade von der Plattform gesprungen. Alter, wie viele vor allem! Das sind 3 Bossgegner und noch 3-4 andere. Ich würde euch nur versuchen. Ich weiß überhaupt nicht, was da bei dir abgeht, weil ich hab das Problem 0 irgendwie. Tja. Warum kann ich das jetzt nicht auswählen hier? Ich bin der Meinung, ich müsste mir vielleicht eine neue Behausung suchen. Könnte helfen, ja. Das ist zwar hier wunderschön, aber... Vielleicht kommen wir später mal zurück, wenn wir Rüstung. Wenn wir Rüstung oder sowas haben, aber hier ist ja gar nichts. Das ist. Ich komme hier ja auch zu nichts. Auch ganz einfach von den, Ach lol! Ich hab grad die bessere Axt gefunden! Welche bessere Axt? Es gibt im Spiel eine bessere Axt. Die schlägt. Die heißt einfach nur Axt. Oder? Modern X. Die gibt es zweimal im ganzen Spiel. Einmal findest du sie auf dem Schiff und einmal findest du sie an dem Strand, wo ich die ganze Zeit war. Ich hab's bloß nicht gewusst, dass ich sie da finde. Alter, die sind... Hier sind überall die Viecher. Ah, und hier ist das Schiff. Ist das das Schiff? Ich denke mal nicht, dass das Schiff, dann habe ich ja gleich beide Äxte gefunden. Soll ja auch Haie geben im Wasser, gell? Okay. Ja, mal gespannt. Also ich bin, hab hier nur zwei... Also ein See, da kann ich schon ganz gut fischen mit so einem Stock mir rausfischen. Nee, nee, mehr. Deswegen, an der einen Klippe... Einen größeren... Okay, was haben wir denn hier? Oh, was ist denn das? Eine behinderte Steuerung. Ich komme... Ich springe die ganze Zeit, um in das Schiff reinzukommen jetzt. Okay, ich habe hier 3-mal Leuchtfeuer gefunden. Einen Schädel. Seil. Die zweite bessere Axt, die ich nicht tragen kann, weil ich schon eine habe. Einen zweiten Schädel. Sehr schön, jetzt habe ich 3 Schädel insgesamt schon gefunden. Da ist auch noch ein Seil, sehr schön. Warum man sich die ganzen Seile, die hier noch sind, abmacht, verstehe ich nicht, aber... Na gut. Ich glaube, kein Hai gesehen zu haben. Ich hoffe es einfach mal, weil jetzt bin ich eh im Wasser. Du bist gerade hier mehr am Schwimmen, oder was? Ja, da musst du, um auf das Boot zu kommen. Naja, ich bin... Da war es bestimmt ein Hai. Was ist denn? Vielleicht kommt von hinten nur so ein bedrohlicher Signal. Oh, Federn, Federn, Federn! Oh, Federn! Wie heißt das denn? Wenn du einen Vogel zerschlägst, dann fliegen die Federn in alle Richtungen.
Da musst du einfach nur E drücken und dann kriegst du die alle. Weil wenn du, sag ich mal, ein bisschen spoilern für dich. Kannst du von mir... Ich habe sogar eine Kassette gefunden. Stronghold. Also ich habe mir nämlich den Bogen gebaut. Und ich muss sagen, sich ganz lustiges Gadget, aber ich wollte damit Rehe oder so erlegen, kannst du vergessen. Du kannst mit dem Ding eigentlich so gut wie gar nicht zielen. Du zielst direkt auf den Kopf und der Pfeil geht 3 Meter über das Reh. Also, Ja, ist halt ein bisschen realistisch. Das Spiel ist wirklich extrem realistisch gehalten. Wenn du halt keine Ahnung mit Bogen hast, dann schießt du halt auch scheiße mit Bogen, ne? Ja, naja. Das finde ich auch ein bisschen sehr extrem. Also auch wenn du fast auf den Boden zielst, liegt das Ding noch ziemlich weit hoch. Ja, ich denke mal, irgendwann hast du den Dreh aber raus. Ja. Ich finde hier auch keine Lorche. Ich möchte den Platz finden, wo ich letztes war. Das war ein super Platz. Da war nichts. Das war hinter so einem Berg auf so einer kleinen Wiese. Oh, ich hab's ja eigentlich auch ganz schick. Also ich bin eigentlich direkt beim Flugzeugabsturzplatz. Bisschen weiter an einem relativ großen See. Da stand so ein altes Ruderboot drinne. Ja, da findest du einen Speer, gell? Nee, da habe ich Seile drin gefunden. Hab auch ein Ruderboot gefunden und auch ein Seil. Cool. Aber wir waren 2 Seile drin. Die konnte auch, so wie es aussieht, immer wieder rein. Ja, das habe ich mir, also tut irgendwie alles respawnen in dem Spiel. Und da habe ich so einen kleinen Hügel, da ist so ein ganz kleiner See drauf. Survival! Da habe ich so Fischspeere gefunden. Ja, ich dadurch, dass der See so klein ist, kannst du die Fische da echt gut fangen. Ich habe viele Eidechsen hier. Ja, ich bin auch gerade auf dem Eidechsenfeld. Und Hasen. Kaum. Ja, Hasen habe ich auch viel. Ich habe auch einen Hasenkäfig und Hasenfallen. Ja, hast du ja schon richtig losgelegt, Dude. Ich esse mal noch eine Bar, ein Snack. Ich bin bei den Containern gelandet. Ach so. Das habe ich heute im Let's Play gesehen bei Kronk. Und da ist noch ein Leuchtfeuer. Jetzt haben wir 4 Leuchtfeuer. Und da sind Batterien. Boah, Alter, das hier alles rumliegt. Geld, Batterien. Medikamente. Boah, geil. Strand erkunden lohnt sich. Was liegt da noch? Noch ein Leuchtfeuer. Aber der ganze Strand ist zugepflastert mit Antibiotika und... Boah, krass. Na gut. Hier liegt doch Alkohol ohne Ende, ja. Molotow-Cocktails halt. Ich glaube, sie geben dir mit Absicht zu viel Alkohol, damit du, weil es halt auch so schwer zu werfen geht. Ich habe ja auch gerade geworfen mit Molotow-Cocktails, geht ja genauso beschissen, wie du es gerade beschrieben hast. Ach so. Ja. Ich finde den Tagesanbruch hier sehr ruppig, muss ich gestehen. Es ist Nacht und plupp, mit einem Schlag ist es hell. Also bei mir ist es dann erst noch so ein bisschen orange und dann... Ja, aber es geht trotzdem sehr schnell, weißt du wie? Ja, gut. Oh, shit. Hab ich denn... Ich habe eine Soda gefunden, sehr schön. Jetzt bin ich endlich wieder voll und kann hier... mal ein bisschen durch die Gegend schlawenzeln. So. Das ist ein sehr schöner Sandstrand hier.
Allerdings muss ich gestehen, ist der ganz schön weit vom Wald weg. Das Problem ist halt, im Wald sind die Viecher, aber du musst auch nah genug am Wald sein, damit du ja halt nicht 3 Kilometer rennen musst für alles. Ja, das stimmt. Ich stand gerade in meinem Baumhaus drin. Planlos wieder rausgefallen. Da geht mir auch immer so. Wenn ich früh aufstehe, falle ich immer gnadenlos wieder zurück ins Bett. Ja. So eine unbekannte Macht ist das.